Nur wenige Schritte vom Warenhaus Herods entfernt, beziehungsweise eine U-Bahn-Station weiter, kommen wir zu dem wohl lautesten und rastlosesten Platz Londons, dem Piccadilly Circus. Er zieht alle London-Besucher magisch an. Keiner verlässt London, ohne hier einmal gewesen zu sein. Als 1819 der Londoner Stadtplaner John Nash diesen Platz entworfen hat, sollte es ein ruhiger, würdevoller Platz werden. Heute, 200 Jahre später, ist der Platz ein Treffpunkt für Touristen aus aller Welt. Vor allem junge Menschen kommen hier in Scharen. Und das hat einen Grund. Hier ist immer was los und hier münden die großen Einkaufsstraßen der Stadt. Mitten auf dem Platz steht seit 1893 der Chef des Bury Memorial Fountain, auch bekannt als Erosbrunnen. Eigentlich stellt die Figur den Engel der Nächstenliebe dar, aber seine Ähnlichkeit mit dem geflügelten Liebesgott hat er dem Namen Erosbrunnen zu verdanken. Und wer nach dem Shoppen noch Lust auf ein Kaffee oder andere Unterhaltung hat, findet hier bestimmt was. Was noch diesen Platz so besonders macht, ist eine bestimmte Ähnlichkeit mit dem Times Square in New York, Manhattan. Insbesondere geht es um die Reklametafeln, die an dem Gebäude des London Pavillons angebracht wurden. Die erste wurde 1900 auf dem Dach des Gebäudes aufgestellt. Ab 1910 wurden dann auch Leuchtbuchstaben an der gewundenen Eckfassade angebracht. Ab 1923 wurde die komplette Fassade des London Pavillons als Werbefläche genutzt. Im Laufe der Jahrzehnte habe sich auch die Technik der Leuchtreklamen verändert. Und so wurde aus Tausenden von Glühbirnen erst einmal Leuchtstoffröhren. Denen folgten LED-Displays. Seit Oktober 2017 kommt hier das Neueste aus der Videotechnik zum Einsatz. Auf einer 780 Quadratmeter großen gebogenen Videowand können jetzt Videos mit einer Auflösung von 4K abgespielt werden. Zurzeit ist das die größte LED-4K-Videowand Europas.